Die Reise nach Veganien, Mona und Frieda, eine saustarke Freundschaft. Kapitel 1. Mona und Frieda und ihr großes Geheimnis. Ich möchte euch heute von einer ganz besonderen Freundschaft erzählen. Und zwar von der Freundschaft zwischen einem kleinen Schwein namens Mona Rosa und einem Mädchen namens Frieda. Mona lebte nicht wie für ein Schwein üblich mit anderen Schweinen zusammen in einem Schweinestall, sondern wohnte bei Frieda zu Hause. Mona nämlich war ein stubenreines Hausschweinchen. Frieda wiederum lebte bei ihren Großeltern in einem kleinen Haus im Sonnenblumenweg Nummer 7. Das Häuschen lag versteckt am Waldesrand und hatte einen riesigen Garten, der bis zu einem See reichte. 3 Tiere gab es dort und Frieda liebte sie über alles. Neben Mona, dem rosa Schweinchen, von dem ich ja schon erzählt habe, gab es noch Murphy, einen weißen Kakadu, und Molly, einen zotteligen goldenen Retriever. Und wie sah Frieda aus? Frieda hatte ein zuckersüßes Puppengesicht mit blauen Augen, eine Zahnlücke zwischen den Schneidezähnen und eine blonde, wilde Lockenpracht, die sie seitlich zu 2 offenen Zöpfen hochgebunden trug. Eigentlich war sie ein ganz normales 8-jähriges Mädchen. Ja, aber Frieda besaß ein besonderes Talent. Sie hatte nämlich die Gabe, sich mit ihrem Schweinchen Mona unterhalten zu können. Da staunt ihr bestimmt. Aber Mona war wirklich ein sehr außergewöhnliches kleines Schwein. Denn welches Schwein kennt ihr, das unsere Sprache verstehen und sogar in unserer Sprache sprechen kann? Ich habe schon viele verrückte Geschichten gelesen, aber von so etwas habe selbst ich noch nichts gehört. Das Schweinchen Mona, das mit vollem Namen Mona Rosa hieß, wie ich schon erwähnte, hatte oft versucht, sich den Menschen, die es umgaben, verständlich zu machen, doch immer vergebens. Außer einem Grunzen oder Quieken kam bei den Menschen nichts an. Allein Frieda hatte die seltene Fähigkeit, Mona zu verstehen und mit ihr sprechen zu können. Wahrscheinlich ist Frieda das einzige Mädchen auf der ganzen Welt, das sich mit einem Schwein wie mit einem Menschen unterhält. Natürlich sprach Frieda auch mit Molly, ihrem Golden Retriever, und Molly gehorchte immer brav ihren Anweisungen. Was bedeutet, dass Molly Frieda verstehen konnte? Doch was und ob überhaupt Molly ihr antwortete, das konnte Frieda nicht hören. Wie sollte sie auch? Schließlich war Frieda ja ein Mensch und kein Hund. Warum Frieda sich nun ausgerechnet mit dem Schweinchen Mona unterhalten konnte, das weiß niemand. Vielleicht musste das auch einfach Monas und Friedas großes Geheimnis bleiben. Was würde man wohl mit Mona machen, wenn herauskäme, was für besondere Fähigkeiten sie besitzt? Nicht auszudenken, ein Schwein, das sprechen kann? Das würde man Frieda bestimmt sofort wegnehmen, für wissenschaftliche Untersuchungen oder so. Also entschied Frieda, da ihr ohnehin niemand glaubte, besser nicht in Gegenwart Fremder mit Mona zu sprechen. Das Tollste aber war, Mona konnte nicht nur sprechen, sie konnte sogar lesen und schreiben. Das, so erklärte sie Frieda, habe sie in den 2 Jahren gelernt, in denen sie Frieda beim Hausaufgabenmachen zugeschaut habe. Auf in die Schule, die Ferien sind vorbei. Kapitel 2. Es war Sommer und die ersten Sonnenstrahlen eines neuen Tages streichelten Monas hellrosa-weiß geflecktes Schweinebäuchlein. Als ihre kleinen Augen öffnete, schnüffelte Molly schon an Monas Rüssel, um sie zu wecken. »Oh, guten Morgen, Molly«, gähnte Mona mit einem Lächeln in ihrem Schweinchengesicht und wackelte dabei voller Freude und Wohlbefinden mit ihrem Ringelschwänzchen. »Guten Morgen, Ferkel«, antwortete Molly etwas weniger freundlich. »Ach, Molly«, seufzte Mona und grunzte genervt. »Ich bin doch kein Ferkel mehr und außerdem habe ich genau wie du einen eigenen Namen. Ich heiße Mona Rosa, das weißt du genau.« »Das ist doch ein wunderschöner Name. Weißt du, es gab einmal eine ganz berühmte Frau, die hieß auch Mona und die wurde wegen ihres Lächelns sogar in Öl gemalt.« »Du mit deinem 9-mal klugen Blödsinn«, knurrte Molly. »Du bist weder ein Mensch noch ein Hund und darum auch kein Familienmitglied. Das solltest du langsam begreifen. Deswegen hast du auch keinen Namen zu haben.«
Da Molly Friedas erstes Tier gewesen war und sie somit am längsten zur Familie gehörte, war Molly der Meinung, dass eigentlich nur ihr ein eigener Name zustand. Alle anderen Tiere nannte sie darum auch nur nach ihrer Art und nicht bei ihrem Namen. Den Kakadu rief sie nicht Murphy, sondern Vogel, manchmal auch Rabe, weil er so furchtbar krächzen konnte. Und das Hausschwein einfach nur Ferkel, anstatt Mona. Genau genommen war Mona aber gar kein Ferkel mehr, denn obwohl sie von der Größe her gesehen ein eher kleines Schweinchen war, war sie doch immerhin ein ganzes Jahr älter als Molly. Molly jedoch war das völlig egal und sie hielt an ihrer Überzeugung fest. Nur Hunde gehören richtig zur Familie und nur Hunde haben darum einen eigenen Namen. Mona verstand das zwar nicht, aber sie akzeptierte Mollys Meinung. Sie gab jedoch die Hoffnung nicht auf, sie eines Tages doch noch umstimmen zu können. Von Frieda wusste sie, dass Molly sowieso auf die anderen Tiere eifersüchtig war. Ganz besonders auf Mona, da das Schweinchen sogar im Kinderzimmer bei Frieda schlafen durfte. Das war für Molly nur schwer zu ertragen. Auch sie hätte viel lieber im Kinderzimmer geschlafen und Frieda bewacht, als draußen auf dem Flur im Hundekorb liegen zu müssen. Frieda war gerade in der Küche und bereitete ihr Pausenbrot für die Schule vor. Als sie Mona ganz aufgeregt nach ihr rufen und hektisch grunzen hörte. »Frieda! Frieda! Bist du noch da?« »Aber ja, ich bin noch da. Ich bin hier in der Küche.« Da rannte Mona vor Freude so schnell los, dass sie in Schräglage geriet und ihr Speckpopo in der Kurve den Boden streifte. »Oh, Frieda!« quiekte sie. »Ich bin ja so froh, dass Molly mich rechtzeitig geweckt hat, damit ich dich zur Schule begleiten kann.« Frieda lachte. »Aber klar, mein Monalein. Was wäre denn der Schulweg ohne Molly, Opa, Murphy und dich?« Denn natürlich musste Frieda auch von ihrem Opa begleitet werden, da die Tiere ja nicht alleine den Weg zurück nach Hause laufen dürfen. Was würde denn das für ein Aufsehen erregen, wenn ein Schwein, begleitet von einem Hund und einem Kakadu, so ohne weiteres über die Straße spazieren würde? Frieda nahm ihr Pausenbrot und wickelte es mit Butterbrotpapier und verstaute es in ihrer Schultasche. Opa wartete schon draußen auf der Bank, Murphy auf der Schulter, der sich sein Federkleid putzte. Opa schaute auf seine Taschenuhr und rief, »Ach, herrje, jetzt aber flink, meine Damen, wir kommen sonst zu spät zur Schule.« Molly und Mona sprangen sofort nach draußen, gefolgt von Frieda, die noch schnell in ihre Filzschuhe schlüpfte und sich die Schultasche schnappte. Dann ging's los. Kapitel 3. Monas erster Schultag. Auf dem Schulhof angekommen, stand da schon Henry und winkte Mona und Frieda zu. Henry war Friedas Klassenkamerad und ihr bester Freund. Natürlich konnte auch er Mona nicht verstehen, aber wenigstens glaubte er Frieda, dass sie sich mit ihrem Schweinchen genauso unterhalten konnte wie mit ihm. Er hatte Mona fest ins Herz geschlossen, so wie alle Tiere von Frieda. Für ihn machte es keinen Unterschied, ob Mona nun ein Hund oder ein Schwein war. Wichtig war nur, die Tiere machten Frieda glücklich und somit auch ihn. Für die Kinder aus Friedas Klasse war es nichts Neues, dass sie mit ihrem Großvater, ihrem Hund, ihrem Kakadu und ihrem Schwein in die Schule kam. Aber für Frau Schneckmeier schon. Frau Schneckmeier? Ja, Frau Schneckmeier kam aus dem Nachbarstädtchen und war die Vertretung für Frau Kowalski, die eigentliche Klassenlehrerin der 3a. Die aber hatte sich in den Sommerferien beim Wandern in den Alpen den Fuß verknackst und lag noch mit aufgehängtem Gipsbein im Krankenhaus. Frau Schneckmeier staunte nicht schlecht, als sie die kleine Truppe kommen sah. Sie kannte nur, dass Kinder entweder von der Mutter oder dem Vater zur Schule gebracht wurden oder alleine kamen. Aber dass ein Mädchen von seinen Tieren begleitet wurde und dann noch von einem Schwein, das hatte sie noch nie erlebt. »Ja, sieh mal einer an!« gickste Frau Schneckmeier. »So aufregend habe ich mir meinen ersten Schultag hier gar nicht vorgestellt.« »Ja, und wer bist denn du, Süßes?« Sie beugte sich hinab. Molly wedelte bei der hohen Trillerstimme von Frau Schneckmeier gleich mit dem Schwanz, musste aber erkennen, dass gar nicht sie gemeint war, sondern natürlich wieder das Ferkel. Da kläffte sie kurz laut auf, um auch auf sich aufmerksam zu machen. »Aber du bist ja auch ein ganz schöner Hund!« Frau Schneckmeier wandte sich Molly zu und tätschelte kurz ihren Kopf.
Guten Morgen, Frau Schneckmeier, ich bin Mona Rosa, grunzte da Mona ganz außer sich vor Freude darüber, dass Frau Schneckmeier eine Frage an sie gerichtet hatte. Doch Frau Schneckmeier konnte Mona natürlich nicht verstehen und hörte nur ein Grunzen und Quieken. Das Stimmengewirr aus Schweinegrunzen von Mona, Hundegekläff von Molly und dem Trällergegacker von Frau Schneckmeier konnte Murphy nicht unkommentiert lassen. Er stellte seinen leuchtend orangefarbenen Federkamm auf, spreizte weit die Flügel und krächzte lautstark dazwischen. Es war ohrenbetäubend. »Huch, wer bist denn du?« fragte sie den Kakadu. »Kannst du guten Morgen sagen? Sag mal Hallo, Hallo, Frau Schneckmeier!« Da meldete sich Friedas Opa zu Wort. Vorsichtig unterbrach er Frau Schneckmeier. »Bitte entschuldigen Sie, aber unser Kakadu Murphy kann leider nicht sprechen.« Obwohl er schon 22 Jahre lang bei uns ist, hat er noch nie ein einziges Wort von sich gegeben. Aber ich kann dafür sprechen. Ich bin Mona Rosa, ich bin 5 Jahre alt und das Hausschweinchen von Frieda. Mona konnte sich vor Aufregung nicht zurückhalten. Sie kann dich doch nicht hören, Mona, rutschte es Frieda heraus. Wissen Sie, werte Frau Schleckstein, Schneckstein, meine Enkelin Frieda unterhält sich aus uns unerklärlichen Gründen manchmal mit ihrem Schwein. Sie behauptet, es könne mit ihr sprechen. Das stimmt ja auch, nur ihr könnt Mona nicht hören. Ich verstehe alles, was sie sagt. Frieda war aufgebracht. Ha, ein sprechendes Schwein? Das ist ja köstlich, zwitscherte Frau Schneckmeier amüsiert. Wissen Sie was, guter Mann? Sprechende Schweine dürfen heute bei mir im Unterricht bleiben. »Was?« riefen Mona und Frieda zeitgleich. »Ehrlich?« Wobei man bei Mona natürlich wieder nur ein Grunzen hörte. Auch Opa war nicht schlecht erstaunt, aber er antwortete nur, »Ja, wenn das so ist, dann gehe ich mit Molly und Murphy mal wieder nach Hause. Oma braucht Hilfe bei der Gartenarbeit.« »Komm, Molly, wir gehen heim.« Mit Murphy auf der Schulter war er schon in der Mitte des Schulhofs angelangt, doch Molly blieb einfach sitzen. Sie bellte laut auf und war sichtlich empört. »Wieso muss das Ferkel denn nicht mit? Was ist denn das für eine ungerechte Schweinerei?« Opa erkannte ihren Protest und rief energisch, »Molly, jetzt aber los!« Da stand sie auf und trottete ihm missmutig hinterher. Kapitel 4. Ein Schwein im Klassenzimmer? Wo gibt's denn sowas? Frau Schneckmeier strahlte Frieda und Mona an. »So, meine Damen, dann kommt mal herein. Ja, auch du, kleine Schweinchen, du darfst auch mit.« Mit ihren viel zu großen Sandaletten und ihrer Schulmappe unter dem Arm stackste Frau Schneckmeier auf langen, dünnen Beinen ins Kinderzimmer. Mona, Frieda und Henry gleich hinterher. Die Klasse machte große Augen, als zuerst eine lustig aussehende Frau, die keiner kannte, das Zimmer betrat, der dann auch noch das Schweinchen Mona dicht auf den Fersen folgte. Als Frieda auf ihren Sitzplatz zusteuerte, begleitete Mona sie brav und machte, so wie sie es sich von Molly abgeguckt hatte, Sitz neben Monas Schultasche. Henry setzte sich auf die Nachbarbank und strahlte glücklich. Au fein, endlich darf Mona auch dabei sein. Ach Henry, ist das nicht toll? Ich war ja noch nie richtig in der Schule, das ist so aufregend. Mona grunzte leise. Henry konnte zwar nichts verstehen, aber meinte, Mona lächeln zu sehen. Hey! »Was soll das denn? Tiere haben doch nichts in der Schule verloren!« tönte es da von einer der hinteren Bänke. Das kam von Erik. Erik war ein sehr frecher Junge, der nichts lieber tat, als die anderen Schulkinder zu ärgern oder zu verpetzen. »Junger Mann, in diesem Fall machen wir heute eine Ausnahme. Mein Name ist übrigens Frau Schneckmeier.« Die Lehrerin nahm ein Stück Kreide und schrieb den Namen quietschend an die Tafel. Dann malte sie noch eine Schnecke neben ihren Namen, die so wie sie selbst eine dicke Brille auf der Nase sitzen hatte. Die Kinder mussten lachen. »Guten Morgen, liebe Kinder. Ich bin die Vertretung für Frau Kowalski. Eure Klassenlehrerin liegt im Krankenhaus und ich werde in den nächsten Wochen den Unterricht übernehmen. Da ich euren Namen noch nicht kenne, seid bitte so gut und schreibt einmal kleine Namensschildchen.« Die Kinder nahmen ein Blatt Papier, falteten es und schrieben ihren Namen drauf. »Ich mal auch gleich ein Namensschild für die rosa Schweinshaxe«, rief Erik lauthals durchs Klassenzimmer. Mona zuckte zusammen und quiekte laut auf. »Ich bin doch keine Schweinshaxe, ich bin Mona.«
aber niemand hörte das, weil der Großteil der Klasse losbrüllte vor Lachen. »Überhaupt, was ist denn das für eine Sauerei, dass ein Schwein mit hierher darf?« setzte Erik seine Stänkerei fort. »Jetzt bist du aber still«, ermahnte ihn Henry. »Lass nur, Henry, das bringt doch nichts. Genau das will er ja«, antwortete Frieda traurig. Wie oft hatte Erik schon zu Frieda gesagt und dabei gelacht. »Gib gut Acht auf deine kleine Sau, dass sie nicht irgendwann als Spanferkel beim Sommerfest auf dem Grill landet.« Oma und Opa mussten dann immer wieder die weinende Frieda beruhigen. Sie erklärten ihr, dass gerade Jungs in diesem Alter gerne böse Sachen sagen, um den Mädchen Angst zu machen. »Sieh an, Erik«, sagte Frau Schneckmeier. »Du willst also nicht den Namen Mona schreiben, sondern lieber eine Schweinshaxe malen?« »Ein Schwein, das einen Namen hat, dass ich nicht lache. Das ist höchstens ein Wiener Schnitzel«, grummelte Erik. »Sieh an«, nuschelte Frau Schneckmeier und tippte sich mit dem Zeigefinger auf die Nase. »Siehst du in allen Tieren gleich etwas zu essen?« »In allen Tieren natürlich nicht«, antwortete Erik selbstbewusst. »Interessant«, näselte Frau Schneckmeier weiter, »äußerst interessant.« Dann sagte sie eine Weile nichts und tippte weiter mit dem Zeigefinger auf ihrer Nase herum. Die Klasse beobachtete sie, gebannt. Eine merkwürdige neue Lehrerin war das. Endlich schob sie ihre Brille hoch und fragte, »Frieda, wie heißt dein Kakadu noch gleich?« »Murphy«, antwortete Frieda. »Ach ja, richtig, Murphy. Erik, wäre Murphy für dich auch gleich ein Grillhähnchen?« »Der Kakadu?« »Der Kakadu natürlich nicht«, antwortete Erik entsetzt. »Ach so, und warum nicht?« Frau Schneckmeier tat erstaunt. »Welche Tiere darf man denn deiner Meinung nach nicht essen?« Erik schaute verdutzt aus der Wäsche und stotterte. »Hunde? Hunde darf man nicht essen und, ich weiß nicht.« »Ha! Das wird ja jetzt richtig spannend«, jubelte Frau Schneckmeier, klatschte in die Hände und sprang von ihrem Stuhl auf. Sie hatte eine Idee. Ganz Feuer und Flamme über ihren Einfall tänzelte sie zur Tafel. »Tiere, die man essen darf«, da schrieb sie auf die linke Seite der Tafel, »und Tiere, die man nicht essen darf«, schrieb sie auf die rechte Seite. Dann drehte sie sich zur Klasse um und verkündete, »Kinder, jetzt beginnen wir mit dem heutigen Unterricht. Ich möchte, dass jeder von euch mindestens 5 Tiere aufschreibt, die man essen darf, und 5 Tiere, die man nicht essen darf.« Ein Raunen und Getuschel ging durch die Klasse. Das war keine leichte Aufgabe für die Schüler der 3a. Mona wollte auch ein Blatt Papier. »Frieda, magst du mir bitte einen Stift und einen Zettel geben?« »Nein, Mona, du darfst hier nicht schreiben«, flüsterte Frieda zurück. »Das ist doch unser Geheimnis.« Das waren 4 von 20 Kapiteln aus dem ersten Teil »Mona und Frieda, eine saustarke Freundschaft«. Und die beiden machen sich natürlich auf den Weg nach Veganien, das haben sie vor, das Paradies der Tiere. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich arbeite jetzt fleißig am zweiten Teil und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Lesen und Vorlesen.